Hi, meine Freunde, herzlich willkommen zu Folge 3 von Alle Wege führen nach Rom. Heute haben wir hier den FC Bayern im Angebot und zwar so ein bisschen die Billig-Variante. Wir haben Ulreich im Tor, Rafinha, Boateng, Benatia und Bernat bilden dann die Verteidigung. Mit diesem 4-1-2-2-System gehe ich in die nächsten Partien. Im zentral-defensiven Mittelfeld haben wir eben Xabi Alonso. Rechts ist zentrales Mittelfeld Philipp Lahm, linkes zentrales Mittelfeld haben wir Thiago Alcantara und im ZOM finden wir dann Götze, im Sturm eben unseren Meister Klose zusammen mit Robert Lewandowski. Und wir fangen sofort an mit dem ersten Spiel und das war dann eben schon so ein Team mit Robben, Aubameyang und Reus, also auf jeden Fall sehr, sehr pacey da vorne. Die Verteidigung fand ich etwas schwach mit Wimmer und Diekmeier und Toprak, Hauptsache Farbe da hinten, könnte man meinen. Aber egal, fangen wir an mit der ersten Chance. Die hatte der Gegner nicht. Nein, denn der klärt den Ball hier. Und zwar ziemlich schlecht. Lewandowski riecht das und zieht einfach mal ab. Aber Fährmann pariert. Die nächste Chance auch vom FC Bayern hier. Thiago schickt Lewandowski perfekt in die Gasse. Aber wieder Fährmann, der Meister des Geschehens. Aber der kann den Ball nicht richtig klären. Alonso spielt nochmal zurück. Jetzt haben wir wieder den Ball in unseren Reihen und der nächste Angriff folgt auch schon. Flanke kommt von Rafinha und Klose mit dem Kopfball und der geht ganz knapp rüber. Wieder Fährmann, schlechter Abstoß, Lewandowski mit einem Roulette und dann der Sweaty Pass und Klose macht das 1-0. Genau, schon die nächste Chance. Diesmal der Gegner im Angriff über Schürrle. Kommt die Flanke rein, Robben komplett allein und dann diese Chance. Das müssen wir uns nochmal angucken. Unfassbar gute Parade. Aber auch der Seitfallzieher unfassbar gut gemacht. Aber nächste Chance auch schon. Lewandowski hier wieder allein vor Fährmann. Der lässt sich das nicht nehmen und macht ihn rein. Direkt die Antwort. Nach einer halben Stunde führen wir hier mit 2-0 ganz souverän. Die nächste Chance hier auch wieder von uns. Thiago schickt Lewandowski. Schöner Doppelpass wieder mit Thiago. Und dann ist Klose wieder komplett allein. Und der lässt sich das auch nicht nehmen. Diese Bälle sind gefundenes Fressen für ihn. Klose mit dem Doppelpack hier in diesem Spiel. Und natürlich auch mit dem Salto. Nächste Chance in dieser Partie. Langer Ball von Lahm auf Lewandowski. Der nimmt den Ball perfekt mit. Lässt Fährmann aussteigen und lupft dieses Ding dann ganz elegant nach 60 Minuten zum 4-0 ins Tor. Unfassbar gut gemacht. Unfassbar starkes Spiel. Das verspricht auf jeden Fall eine Chance auf den Pokal. Aber dann hat der Gegner einfach nicht mehr mitgespielt und ich habe aufgehört aufzunehmen, weil das jetzt eben noch die letzten 20 Minuten so weiterging. Deswegen würde ich sagen, gehen wir am besten direkt ins nächste Spiel und da haben wir folgendes Team hier. Auf jeden Fall sehr, sehr pacey, sweaty und scheiße mit Dumbia, Gervinho und Ibabo da vorne und eben noch den schnellen Xherdan Shaqiri und eben noch die beste Innenverteidigung der Serie A mit Team of the Season, Chiellini und Bonucci, aber die erste Chance kam nämlich von uns hier wieder. Klose wird geschickt und schießt einfach mal drauf, aber knapp übers Gehäuse. Und auch die nächste Chance kommt von uns. Rafinha wird hier mit einbezogen. Pass auf Lewandowski. Der kann durchrennen und Sirigu aber nicht bezwingen. Wieder nächste Chance, wieder wir und wieder über Lewandowski. Perfekter Ball auf Klose und das lässt er sich nicht nehmen, aber macht ihn wieder nicht rein. Alonso jetzt hier kommt über links. Das sieht man auch selten von Alonso. Kommt die Flanke perfekt auf Klose und da ist er drin. Keine Reaktion von Sirigu. Einfach nur herrlich. Und nächste Chance, diesmal vom Gegner. Dumbia schickt Ibabo, ist natürlich ein schneller Mann, der kann auch
sich schnell bewegen. Da kommt die perfekte Flanke auf Shaqiri. Und der gleicht noch vor der Pause zum 1-1 aus. Unfassbar. Ein Kopfballschuss von Shaqiri. Und dann Freistoßmöglichkeit. Kurz nach der Pause. Xabi Alonso tritt für dieses Ding natürlich an. Der kann das natürlich perfekt. 31 Meter. Und der Pass. Und da hatte der Gegner sogar das Mikro an. Und regt sich dementsprechend auf. Es war aber auch ein wunderschönes Tor. Das schauen wir uns natürlich nochmal langsam an. Nächste Chance. Der Gegner wieder im Ballbesitz. Ibabo, langer Ball auf Dumbia. Dumbia, unstoppable. Die scheiß Footy-Karte. 58. Minute rum. Dumbia gleich direkt wieder aus. Keine 5 Minuten später. Aber wir waren wieder im Kommen. Und hier die Möglichkeit. Lahm versucht's mal. Nicht getroffen. Thiago versucht's auch mal. Und dann wieder der Gegner. Chiellini, Kopfball von Ibabo. 3, 2, 4 Minuten vor Schluss. Und dann war es das auch. Wir verlieren das Spiel in den letzten Minuten 3-2 und sind somit auch nach Runde 2 aus diesem Pokal draußen. Das ist wirklich ziemlich schade, weil die Mannschaft wirklich sehr, sehr gut war. Die hatte wirklich Potenzial. Aber ja, was will man machen gegen Dumbia, Shaqiri und Ibabo? Die sind halt einfach unaufhaltbar. Und wir sind ausgeschieden, haben verloren, aber es war trotzdem eine sehr, sehr gute Runde. Und dann führt uns die nächste Episode und die letzte Episode dann endlich nach Rom. Wir spielen mit Lazio und gucken, wie weit wir dort einfach gekommen sind. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst einfach ein Like da, einen Daumen nach oben, whatever, einen Kommentar, was ihr gerne noch sehen möchtet und wie euch meine anderen Sachen auf diesem Kanal gefallen. Bis dann, euer FIFA Hero.